Dazu müssen Sie wissen, dass insgesamt im Bildungssystem meines Erachtens momentan drei Tendenzen gibt, die so ein bisschen aus einer alten Perspektive zu einer neuen Perspektive führen, nämlich weg von den lehrenden Perspektive oder sagen wir von der Lehrerperspektive Zentrierung hin zu der lernenden Zentrierung hin. Also dass man nicht mehr sagt, es ist wichtig, das was ich jetzt eigentlich mache, man hat einen instruktiven Ansatz, jemand erklärt etwas und die anderen müssen zuhören, sondern die eigenen Aktivitäten starten. Das ist ganz wichtig, das kommt eben beim zweiten Punkt auch zum Vorschein, nämlich wegkommen von der Wissensvermittlung hin zu Projekt-, Aufgaben- oder problemorientierten Lernen. Das ist im Sinne einer konstruktivistischen Didaktik zu sehen, wo Schüler und Schülerinnen oder auch Studierende eine Aufgabe bekommen, real, authentische Aufgabe, und diese Aufgabe lösen sollen. Und bei der Lösung dieser Aufgabe spielt auch der dritte Punkt eine ganz große Rolle, nämlich Teamarbeit, aber auch ganz wichtig die digitalen Medien, die mir helfen, nicht nur die nötigen Materialien zur Lösung dieser Aufgabe zu bekommen, sondern auch über diese digitalen Medien miteinander zu kooperieren und entsprechend virtuell ein Team zu bilden. Das können Sie ja mit Etherpad oder mit Google Docs sehr gut machen, wo Sie zeitgleich ein Dokument schreiben können. Und wie gesagt, das Letzte wäre, wegzukommen vom individuellen Arbeiten und Lernen hin zum teamorientierten Arbeiten, weil das heute fast in allen Berufsfeldern eine ganz große Rolle spielt, gemeinsam etwas tun zu können, arbeiten zu können als Einzelarbeit. Und in diesem Aspekt werden nun auch digitale Medien und vor allen Dingen Tablets in der Schule eingesetzt. Und ich will Ihnen an einigen Beispielen, Projekten, auch in der Begleitforschung zeigen, was wir darüber wissen. Und ich möchte mit einem kleinen Film dazu beginnen. Jetzt muss ich das nochmal anmachen, weil hier die... das müsste jetzt eigentlich so gehen. Kritzeln, malen und zeichnen. Eine Schulklasse ohne Bücher in der 10. Klasse der Realschule Plus in Bad Dürkheim Realität. Im Englischunterricht sollen die Schüler ein Referat über Australien vorbereiten, an ihren Tablets, ganz ohne Schulbücher und ohne Hefte. Sie präsentieren ihre Ergebnisse am Beamer. Für die Lehrer ein ganz neues Unterrichten, das sie auch Kritik ausgesetzt hat. Die Skepsis ist immer noch vorrangig, auch ich hatte sie, bin jetzt aber eines Besseren belehrt worden. Es macht den Unterricht auf jeden Fall besser und anschaulicher, also interessanter für die jungen Leute. Mathe-Stunde digital. Die Diskussion um neue Lehrmaterialien wie Tablets ist nicht neu. Vor genau 50 Jahren wurde darum gestritten, ob Schulhefte die Schiefertafeln ersetzen sollen. Die Frage Heft oder Tafel für die Schulanfänger ist seit über 50 Jahren aktuell und bis heute noch nicht entschieden. Heute lautet die Frage Buch oder Tablet. Ein Argument gegen das Tablet: Schüler verlernen das schöne Schreiben. Das klingt fast eins zu eins wie die Argumente damals gegen die Schiefertafel. Die Argumente gegen die Schiefertafel sind: kontrastarme Schrift, Verleitung zu leichtfertigem Schreiben, unhygienisch, begrenzte Schreibfläche, schwere Schreibhand. Aber Lehrer und Schüler sind hier von der Zukunft des Lernens überzeugt, obwohl es zunächst mehr Geld kostet, genau wie früher, als die Schulhefte eingeführt wurden. Den Eltern erwachsen durch den Kauf von Füllhaltern und Heften etwas höhere Kosten. Dazu eine Mutter. Die geringen Mehrkosten für die Hefte zahle ich sehr gerne. Es wird sich bestimmt lohnen. Der Ranz ist nicht mehr so schwer. Also mit Apps macht es viel mehr Spaß. Wenn ich heimkomme und dann lernen möchte, dann habe ich viel mehr Lust drauf, das iPad hier anzunehmen wie so ein Buch. Ich finde halt, sowas bereitet einen perfekt darauf vor, mit Computern und Technik zu arbeiten. In 50 Jahren wird hoffentlich darüber nicht mehr gestritten. Mal sehen. Also das sollte mir einen kurzen Einblick geben, wie das so, ich werde gleich noch ein anderes Beispiel zeigen, was man mit Tablets in der Schule machen kann. Es gibt, wir haben, also wenn Sie hier zurückgehen, genau vor 5 Jahren, 2010, kam das iPad auf den Markt, das war eigentlich das eigentlich erste Tablet. Inzwischen gibt es, haben Sie von Samsung zum Beispiel die Galaxy Note Tab 10.1 oder Sie haben das Surface von Microsoft, also die anderen sind auf den Markt gekommen. Wir haben also quasi 5 Jahre und in diesen 5 Jahren ist unheimlich viel passiert in den Schulen. Wir haben in den ersten 3 Jahren versucht, auf einer Deutschlandkarte so die Projekte festzuhalten und haben dann 2013 aufgehört, weil fast jede Woche irgendwo eine Schule dazukommt. Es ist schwer zu sagen, wie viel Prozent der Schulklassen oder Schulen mit Tablets arbeiten, aber es ist ein sehr, sehr großer Bereich. Man kann sich das ganz gut nur an einer Zahl deutlich machen oder an 2 Zahlen.
Weltweit gibt es 10 Millionen Schüler und Schülerinnen, die nur in Bildungsinstitutionen mit iPads arbeiten und 15 Millionen, die zum Beispiel mit Google Chromebooks arbeiten. Also das sind so Zahlen, die das Deutsche machen, da komme ich später noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Warum Tablets in der Schule? Also sie sind zunehmend weit verbreitet. Sie werden vielfältig eingesetzt, nämlich in ganz verschiedenen Formen vom Unterricht. Sie erweitern die Lernmöglichkeiten, sehen vor allem drin, weil sie mobil sind, dass sie viele Apps haben, dass sie viele Möglichkeiten auch des Arbeitens anbieten. Und sie sind sehr einfach zu bedienen. Also sie haben die ganzen Probleme, die man zum Beispiel im Computerraum hat. Wenn Sie dort kennen, diesen klassischen Computerraum, Computer ist hochfahren, muss warten, bis er gestartet ist. Und wenn Sie ein bestimmtes Betriebssystem haben, müssen Sie warten, bis alle Updates gemacht worden sind. Ein Tablet klappen Sie auf und Sie können sofort mit dem Unterricht anfangen. Es gibt eine Einschränkung, Sie müssen WLAN haben. Das ist bei manchen Schulen ein Problem. Das hängt damit zusammen, dass die Ausstrahlung nicht in allen Klassenräumen gesichert ist oder die Wände zu dick sind. Wie gesagt, ich hatte eingangs vorgestellt, wir begleiten momentan ungefähr 15 bis 20 Schulen mit Tablets und es gibt keine Schule, wo ich sagen würde, die wollen wieder zurück. Die Klassen sind sozusagen sehr motiviert, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Gegenteil, wir hatten den Fall an einer Schule in Wiesbaden, da wurde quasi ausgeschrieben, welche Klasse mit Tablets arbeiten durfte und das war dann die sogenannte Hassklasse, weil die Tablets bekommen hat und die anderen nicht. Warum überhaupt Medienintegration mit Tablets? Man hat mit den traditionellen elektronischen Medien keine gute Erfahrung gemacht. Das begann eigentlich mit den Computerräumen. Da haben Sie immer das Problem, wer ist da gerade drin? Man kann nicht sozusagen flexibel arbeiten, man muss sich anmelden. Bei den Notebooks haben Sie häufig, das ist heute vielleicht nicht mehr so stark der Fall, halten die so lange mit ihrer Batterie. Sie mussten irgendwo Leitung legen. Das haben Sie alle bei den Tablets, haben Sie das nicht. Sie haben in einem Tablet, denke ich, ein Gerät, man kann sagen, so ein digitales Schweizer Messer. Man kann mit schreiben, man kann mit lesen, man kann sich vorlesen lassen, Videoaufnahmen, alles Mögliche machen und gleichzeitig bearbeiten. Was uns auch auffällt, ist, dass viele Lehrer oder Lehrerinnen in der Schule gerne wollen, mit Tablets zu arbeiten, eben im privaten Bereich auch mit Tablets arbeiten und denken, dass das ganz gut auch in der Schule einzubinden ist. Also die private Erfahrung spielt eine große Rolle. Es ist auch eine Erwartung bestimmter pädagogischer Effekte vorhanden. Da komme ich gleich an ein Beispiel aus dem neuen Gymnasium dazu. Und die Qualität der Geräte und der Software ist einfach gut. Wir haben in den ganzen Schulen, die wir wissenschaftlich begleiten, kaum Fälle. Also Vandalismus gibt es überhaupt nicht, weil es für die Schüler auch einen Wert hat. Die Geräte sind sehr sicher, sie funktionieren immer. Es gibt ganz, ganz selten Ausfälle in dem Bereich. Ich will auf eine Begleitstudie auch eingehen. Ich hatte vorhin gesagt, wir hatten in Wiesbaden den Auftrag, 4 Schulen wissenschaftlich zu begleiten, wobei diese Begleitforschung, muss man dazu sagen, ein bisschen eigenartig war. Das Amt für Schule wollte gerne, hat es inzwischen nicht gemacht, alle Schulen in Wiesbaden mit Tablets ausstatten und wollten von uns wissen, welches Gerät sollen wir anschaffen. Wir haben schon mal gesagt, das ist keine pädagogische Frage und die kann man pädagogisch auch gar nicht richtig sinnvoll beantworten, weil es weniger von dem Gerät abhängig ist, sondern wie bette ich es insgesamt pädagogisch im Unterricht ein? Also was macht der Lehrer oder die Lehrerin eigentlich da draus? Aber so ist manchmal Begleitforschung, dass man einen Auftrag kriegt, was zu machen, was man vielleicht nicht ganz sinnvoll findet. Wir haben dann verschiedene Aspekte und ich will nur ein paar Ausschnitte daraus vorstellen. Abgefragt nämlich, wo hat man eigentlich gelernt, mit dem Computer umzugehen? Und da stellt sich raus, niemand, das habe ich mir selbst beigebracht, das sind jetzt mal alle Schüler, das waren 110 Schüler und Schülerinnen gewesen in den Schulen, ist typisch insgesamt, dass häufig vergessen wird, wenn man Tablets in der Schule einsetzt, dass man natürlich auch den Schülern und Schülerinnen zeigen muss, was kann ich damit machen. Also man unterstellt immer, dass sie genau diese Digital Natives sind, was ich vorhin sagte, das sind sie aber faktisch nicht, sie können das nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es eingeführt wird. Aber was auch interessant ist, die Lehrer spielen fast gar keine Rolle dabei. Das hängt damit zum Teil zusammen, dass natürlich die Lehrer und Lehrerinnen es auch nicht gut können. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Eine Frage, die vielleicht auch so ganz wichtig ist für Kommunikationswissenschaften, nämlich, wenn du ein Referat halten sollst, auf welche Informationsquelle sozusagen beziehst du dich dabei überwiegend? Und da sehen Sie, Google spielt eine große Rolle, Wikipedia, YouTube, Schulbücher, ich vermute mal, das wäre eher eine soziale Erwünschtheit, wenn jemand von außen kommt und dann weiß, in der Schule wird da was gefragt. Aber wir wissen aus anderen Studien, bei den 12- bis 16-Jährigen, bei der Frage, wo sie suchen, spielt YouTube eine ganz große Rolle, weil es da sehr viele Videotutorials gibt, die entsprechend helfen, etwas zu verstehen. Da nochmal nachher dazu.
Wie werden die eingesetzt? Und aus dieser Studie haben wir zwei interessante Sachen gefunden, nämlich zum einen, dass ein Teil der Schüler gesagt hat, der Unterricht ist weniger abwechslungsreich geworden. Das hat uns sehr überrascht, denn eigentlich erwartet man, wenn man Tablets in der Schule einsetzt, dass die denken, oh toll, es ist, und die Lehrer machen auch was da draus. Es gab eine gleich große Gruppe, die entsprechend auch sagt, es ist abwechslungsreicher geworden. Aber Sie sehen auch, ich bin motivierter mitzuarbeiten, wir müssen mehr selbstständig arbeiten, das sind ganz große Punkte gewesen insgesamt. Es hängt ein bisschen zusammen, was man auch gemacht hat mit den Tablets, das wurde auch abgefragt, nämlich Sie sehen hier, dass zum einen zum Recherchieren und Informieren im Unterricht überwiegend die Tablets genutzt worden sind. Und das können Sie eigentlich mit den normalen Medien, da brauchen Sie eigentlich nicht Tablets dazu. Währenddessen zum Beispiel, dass E-Books oder Nutzung digitaler Materialien fast überhaupt nicht vorgekommen ist und zum Arbeiten mit pädagogischen Apps dann doch eine Rolle gespielt hat. Also was wir eigentlich wollten, ist ja, dass die Materialien auch digital verwendet werden können. Zum Beispiel, vieles haben Sie ja auch gehört, man könnte auf die Schulbücher verzichten, wenn die digitalen Materialien da sind und die Schüler und Schülerinnen würden noch mit den Tablets in die Schule gehen. Dazu später auch ein Beispiel dazu. Zum Abschluss des Projektes haben wir dann die Schüler gefragt, welche Note würdet ihr denn sozusagen in den Tablet-Projekten geben? Das ging über 6 Monate und Sie sehen, so gut sieht das eigentlich gar nicht aus, nämlich ein Durchschnitt von 2,8 ist befriedigend. Da denkt man, jetzt haben die alle Tablets bekommen und sind nicht zufrieden damit. Auf der Abschlussveranstaltung vor über einem Jahr waren die Schüler und Schülerinnen auch zum Teil auf der Bühne dieser Veranstaltung und ein Journalist fragte dann, genau nachdem ich diesen Chart gezeigt hatte, hört mal zu, ihr habt jetzt ein tolles Projekt gemacht und ihr gebt dem Projekt so eine schlechte Note. Und dann meldet sich ein Schüler und sagt, was glaube ich ganz bedeutsam ist, na gut, manche Lehrer können es, manche können es nicht. Das macht also deutlich, dass es weniger auf die Technik drauf ankommt, sondern darauf, wie es pädagogisch eingesetzt wird. Und das kann man natürlich ganz gut abfragen, wenn man überlegt, welche Fähigkeiten haben eigentlich die Lehrer oder Lehrerinnen in ihrem Bereich. Wir haben sie auch gefragt, wie sie sich selbst einschätzen. Und da sehen Sie zum einen, dass bei den Suchmaschinen sie relativ gut darstellen. Ich glaube, Birgit, das sehen wir nicht so ganz in dem Bereich durch eine Studie. Sie sehen aber auch, dass zum Beispiel die interaktiven Whiteboards überhaupt als Anfänger eingestellt wird. Das hängt damit zusammen, Sie kennen vielleicht elektronische Tafeln, wo Sie drauf schreiben können, können das abspeichern, Sie können zu Hause ein Tafelbild entwerfen, können es direkt zum Unterrichtsbeginn starten, aber Sie können auch interaktiv damit umgehen. Ich habe nachher ein kleines Videobeispiel auch dafür. Das ist sehr kompliziert und die wenigsten Lehrer und Lehrerinnen sind dafür ausgebildet, aber die meisten Schulklassen werden inzwischen damit ausgestattet. Das, denke ich, ist ein großes Problem, dass da viel Geld ausgegeben wird. Bei Tablets, das ist klar, das waren die Tablet-Klassen, fühlen die sich doch ziemlich gut. Und wenn man das mal so weitergeht, auch in den anderen Bereichen, liegt das so im Mittelfeld. Und insgesamt schätzen Sie Ihre Fähigkeit mit den digitalen Medien doch recht gut ein. Also meinen Sie, wären Profis oder auch fortgeschritten in dem Bereich. Wie gesagt, nur die interaktiven Whiteboards fallen raus. Für uns war auch ganz wichtig zu erfahren, wie sind Sie denn vorbereitet worden auf den Tablet-Einsatz? Und da ist sehr deutlich, dass doch ein Großteil der Lehrer und Lehrerinnen das selbstbestimmt machen mussten, nämlich autodidaktisch in der Hinsicht, dass sie sich selbst vorbereitet haben. Wir haben eine andere Studie gesehen, ein Großteil der Lehrer, fast 2/3, macht das an einem Tag, länger beschäftigen sich nicht damit und gehen damit an den Unterricht. Und dann kommen natürlich solche Noten von Schülern und Schülerinnen zustande, die sagen, nicht gut vorbereitet und deswegen funktioniert nicht so ganz und wir sind nicht ganz zufrieden damit. Die Folgerung aus unserem Projekt war gewesen, Schüler sollten stärker die Computerkenntnisse ihrer Schüler und Schülerinnen fördern. Das ist, wie gesagt, aus der ITZL-Studie am Anfang schon sehr deutlich, aber auch durch diese Punkte, die wissen zu wenig damit umzugehen, sie haben zu wenig Möglichkeiten, auch die kreativen Möglichkeiten zu nutzen. Gleiches gilt auch für die Lehrpersonen, sie müssen gut vorbereitet werden. Ich habe mit meinen Masterstudierenden vor 2 Jahren in USA Schulen besucht oder Schuldistrikte, wo zum Beispiel, also hier, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, die Schulen haben jeweils 30 Tablets bekommen. Die konnten wählen, iPads, Microsoft oder Samsung. Und jeweils nur 30 mussten das dann aufteilen. Sie finden in den USA, waren wir in einem Schuldistrikt gewesen, wo 15.000 Schüler auf einen Schlag digitale Medien bekommen haben. Aber anders als bei uns, die Lehrer hatten ein Jahr lang vorher Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also die haben die Geräte ein Jahr vorher bekommen,
konnten sich mit den Geräten vertraut machen, mussten natürlich überlegen, was kann ich damit pädagogisch auch machen, wie kann ich das in fachdidaktische Aspekte einbetten. Und dann haben sie erst begonnen, mit den Schülern und Schülerinnen damit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die pädagogischen Potenziale der Tablets sind meines Erachtens zu wenig ausgenutzt worden, also ist zu wenig passiert, das müsste man durch Fortbildung machen. Aber was auch ganz wichtig ist, hat sich gewissen die Lernkultur verändert, indem viele Lehrer und Lehrerinnen angeregt worden sind, den Unterricht offener zu machen. Also eher, was ich vorhin sagte, selbstgesteuert durch die Schüler, eher problemorientiert mit Aufgaben zu versehen. Und in dieser Hinsicht, denke ich, hat das einiges an Anregung gebracht. Wir haben in unserem Projekt mit den Tablets-Projekten auch zum Beispiel zwei Förderschulen dabei oder Schwerpunktschulen. Und man darf nicht unterschätzen, welche Rolle diese Tablets im Bereich der Inklusionspädagogik spielen. Wenn Sie dort in eine Schule zum Beispiel mit Lernbehinderten oder mit Körperbehinderten gehen, gibt es auch schon lange Geräte, die ähnlich aufgebaut sind, aber die erstens wahnsinnig teuer sind. Sie zahlen dann zum Beispiel für ein Touchscreen, wo Sie zum Beispiel Autisten die Möglichkeit geben, mit unterstützter Kommunikation mit den anderen zu kommunizieren, zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und Sie haben das heute auf dem Tablet für 500 Euro und die Software kostet 300 Euro und Sie können genau das Gleiche machen. Also in dem Bereich, und Sie wissen vielleicht, dass fast alle Betriebssysteme heute sehr viele Möglichkeiten haben, zum Beispiel die Accessibility, also die für Menschen mit Beeinträchtigungen Einstellungen vorzunehmen, dass sie sich ein E-Mail vorlesen lassen können, dass sie diktieren können, dass sie die Schrift größer machen können und so weiter. Und das ist in dem Bereich, spielt das eine wahnsinnig große Rolle. Da will ich gar nicht drauf eingehen.